Herzlich willkommen bei den Games World Daily News am Freitag. Simon ist in keinen Jungbrunnen gefallen. Das ist der Ron, unser aktueller Praktikant. Der darf heute auch mal mitmoderieren. Und zwar über folgende Themen geht es heute. Call of Duty World War II. Activision kündigt die Open Beta für PC-Spiele an. Und es ist nicht mal eine Vorbestellung nötig. Star Citizen. Spieler verärgert von Chris Roberts angebliche Lügen. Höchste Rückerstattung der Spielgeschichte erwirkt. Divinity Original Sin 2. Launch des Rollenspiels ohne deutsche Texte. Entwickler wollen Übersetzungen nachreichen. Und zum Schluss The Last of Us 2. Games Director Bruce Traley verlässt Naughty Dog nach ganzen 18 Jahren. Traurig. Eine traurige Meldung. Call of Duty World War II ist da schon viel, viel freudiger. Activision hat die Beta fürs neue Call of Duty nun auch für den PC angekündigt. Bisher gab es die Beta ja nur auf den Konsolen, also auf PlayStation 4 und Xbox One. Zudem ist bei der Testphase auf dem PC nicht mal mehr eine Vorbestellung nötig, also darf jeder ran. Ganz genau. Und zwar startet die Beta am 29. September und läuft dann bis einschließlich 2. Oktober. Ein Preload wird laut Activision im Vorfeld möglich sein und über die Inhalte ist noch nichts bekannt. Sehr wahrscheinlich wird die PC-Beta aber dieselben Inhalte bieten, wie die Konsolenfassung auch. Jo, dort ließ sich ja der Mehrspielerpart ausprobieren, Disziplinen in Team Deathmatch, Domination und Krieg. Der geilste Modus. Der beste Modus. Auf verschiedenen Karten eben. Finale Release von Call of Duty World War II ist dann der 3. November 2017 auf allen Plattformen. Star Citizen, unser nächstes Thema. Chris Roberts ambitionierte Pläne und auch diese elendlange Entwicklungszeit von Star Citizen, die gefallen nicht allen Fans. Eine Gilde von Star Citizen Spielern hat jetzt eine Rückerstattung in Höhe von sage und schreibe 45.000 US-Dollar von Entwickler Cloud Imperium Games erhalten. Eben die Mitglieder der Gilde führten viele Diskussionen darüber, wie lange sie dieses Spiel noch mitmachen würden, da man von der Entwicklung einfach enttäuscht war. Ja, wie das Gildenoberhaupt auf Reddit jetzt berichtet, glaubt man, dass Chris Roberts die Spieler anlügen würde. Schließlich fordert die Gemeinschaft dann die Rückerstattung von jeweils 3 Completionist Packs von Cloud Imperium Games. Diese Packs haben einen ursprünglichen Wert von jeweils 15.000 US-Dollar. Und entsprechend langwierig und steinig war dann der Weg zum Erfolg. Es dauerte nämlich 5 Wochen, bis alle Probleme aus dem Weg geräumt waren. Und das Geld dann letztlich auf die Kreditkarte zurück überwiesen war. Krass, Alter. Ja. 15.000 US-Dollar allein für so ein Completionist-Pack. Aber klar, Star Citizen ist halt ein Crowdfunding-Projekt. Wenn du da deine Community verärgerst, ja, dann hast du halt solche Probleme. Das ist der Pech, ja. Krass, mit einer Summe von 45.000 US-Dollar ist es dann womöglich oder wahrscheinlich die höchste Rückerstattung im Bereich Videospiele. Ich glaube auch, da kannst du dir dann einiges Neues von auf jeden Fall in bessere Spiele investieren, zum Beispiel in Divinity Original Sin 2, das heißt erwartete Rollenspiel, ist ja seit gestern für den PC verfügbar. Zum Launch gibt es für deutsche Spiele aber recht schlechte Nachrichten, nämlich wie die Larian Studios mitteilen, verzögern sich die Übersetzungen in Deutsch, Französisch und Russisch. Ja, die sind nämlich zum Release nicht pünktlich fertig gewesen und deswegen gibt es aktuell nur die englische Fassung des Spiels. Die Entwickler planen aber, die restlichen Übersetzungen bereits schon am 21. September dann endlich auch ins Spiel zu integrieren. Ist ja ein bisschen, noch ein bisschen Zeit hin, beziehungsweise nicht gar so lange hin, dass dann auch deutsche Spiele loslegen dürfen. Bei Divinity ist es halt so, es ist halt ein textlastiges Spiel. Ja, klar. Und wenn du des Englischen nicht mächtig bist, dann ist es halt echt doof eigentlich. Aktuell arbeiten die Larian Studios auch an einer Version von Divinity Original Sin 2 für PlayStation 4 und Xbox One. Und man kann auch dazu sagen, vielleicht so als kleine Anekdote, der Release der PC-Fassung gestern, der stand nicht unbedingt unter dem besten Stern, nämlich pünktlich zur geplanten Veröffentlichung um 17 Uhr, ist natürlich in den Arbeitsräumen des Studios im belgischen Gent der Strom ausgefallen. Ja. Super. Ganz toll. Da freuen sich die Leute. Geil. Ja. Bei uns passiert das heute nicht. Wir haben Licht. Super. Gott sei Dank, wenigstens Licht. The Last of Us 2, unser nächstes Thema, beziehungsweise so Naughty Dog an sich, mal ein Blick hinter die Kulissen. Game Director Bruce Straley hat seinen Abschied von Entwickler Naughty Dog bekannt gegeben. Das war der kreative Kopf hinter solchen Spielen wie Uncharted und auch The Last of Us eben. Als Game Director hat er 18 Jahre lang quasi alle Projekte des Studios mitbetreut und auch Naughty Dog zum internationalen Ansehen verholfen, das sie heute genießen. Wohin es genau geht für ihn in Zukunft, das behält er noch für sich. Genau, es ist aber davon auszugehen, dass er in der Videospielbranche bleibt.
In einem Schreiben bedankt er sich bei seinen Kollegen und sagt, nach der Leitung dreier anspruchsvoller Projekte, darunter eben auch The Last of Us 2 und ja, sei es Zeit, die Energie in eine andere Richtung zu fokussieren. Welche Auswirkungen sein Abschied auf die kommenden Projekte hat, bleibt noch abzuwarten. Das ist halt auch so ein Qualitätskriterium bei Spielen immer, wenn so ein kreativer Leiter halt so jemand dann Studio geht, verlässt, ja. Ob es dann halt sich auf die Spiele oder inwiefern sich es auf die Spiele auswirkt, ob zum Guten oder zum Schlechten, kann ja beides passieren. Obwohl viel besser können eigentlich Naughty Dog Spiele nicht mehr. Hoffe, dass sie das Niveau gehalten. Ja, genauso wie wir in unseren Videos das Niveau für euch halten und euch manchmal auch die Stange halten, das klingt ganz pervers. Battlestar Galactica, da haben wir ein Testvideo für euch gemacht zur Weltraumrundenstrategie-Umsetzung zur TV-Serie von Anno dazumal, wie sich spielt, wie viel Fanservice drinsteckt und ob sich es auch für fachfremde Strategen lohnt, das erfahrt ihr alles in diesem Video. Ganz genau. Und zu Divinity Original Sin 2, da gab es ein Unboxing der Collector Edition. Und zwar Simon und Matthias haben die ausgepackt und zeigen euch, was da so drin steckt. Oh, ziemlich nette Figürchen. Fast so nett wie die Figürchen in unserer Community. Fast. Die freudige Meldung gestern, Doom und Wolfenstein 2 erscheinen für Nintendo Switch. Etwas überraschend auch. Wir haben euch gefragt, denkt ihr, dass die neue Konsole dadurch auch mehr Anklang bei Erwachsenenspielern findet? Und welche Spiele ihr vielleicht in Zukunft auf der Switch sehen wollt? Eure Antworten waren wie immer zahlreich und qualitativ mindestens genauso hochwertig. Wubba Vision schreibt, es erscheinen fette AAA-Ego-Shooter auf einer mobilen Plattform. Das ist irre und geil. Hoffentlich wird das von den Spielern auch angenommen. Ich hoffe sehr, dass dadurch das LAN-Gaming für den Multiplayer gepusht wird und dass die bisher völlig vernachlässigten Motion-Controls für Konsolenshooter diesmal gescheit verbessert wiederkommen. Da ist man bei Bethesda, glaube ich, schon an der richtigen Adresse. Ja, weil die testen es jetzt auch mit Skyrim schon mit diesem Motion Controlling. Könnte spannend werden, kann aber natürlich auch vollkommen in die Hose gehen. Revelation schreibt, ja, ich weiß nicht, meiner Meinung nach lohnt es sich, die Spiele nicht für Switch zu holen, da die Grafik natürlich ziemlich abgeschwächt ist. Und ich würde mich eher freuen, wenn Nintendo neue Super Smash Bros. Rausbringt. Das wäre auch richtig. Da wäre ich auch dafür, auf jeden Fall. Ja, besser als ARMS irgendwie. Ja. Und das wäre halt auf der Switch richtig geil. So ein Smash Bros. Mit ja, Motion Controls stimmt, ja, und ja. So einer ähnlichen Mechanik. Das ist immer das richtig fett. Macht immer Bock. Mit ein paar Kumpels zusammensetzen und genau. Freudig aufs Fressbrett geben. Und dann noch so kinderfreundlich, ne? Du kannst ja da auch mit deinen jüngeren Geschwistern oder mit sonst jemandem oder mit Kindern aus der Familie, kannst du ja auch prima Smash Bros. Zocken, ohne dass es für einen der beiden Teile langweilig wird. Miu schreiben, ich hätte nie gedacht, dass Nintendo solche familienunfreundlichen Spiele auf seinen Systemen zulassen würde. Ich hoffe aber, dass Nintendo nicht dazu übergeht und nur noch AAA-Spiele mit großartigem Singleplayer zu favorisieren und die Idee des zusammen auf der Couch mit Freunden Familie zu spielen untergeht, denn das ist aktuell der einzige Grund, warum ich plane, zu Weihnachten eine Switch zu holen. Ich schätze da... gleiches Thema, was wir eben hatten, mit Freunden zusammensitzen und ja, es ist halt ein bisschen so irgendwie dieses... Image, sag ich mal, was ich von Nintendo auch so kenne. Aber gut, sehen wir. Es muss ja, wenn Nintendo mit der Konsole halt konkurrieren will gegenüber PlayStation 4 und Xbox One, dann müssen halt auch solche Third-Party-Titel irgendwie drauf sein. Ja, ich meine, man möchte auch eine möglichst große Community eigentlich ansprechen mit den Spielen. Und ja, und da ist es halt immer schwierig, die Gratwanderung richtig zu gehen. Prolo schreibt uns, ich glaube nicht, dass das den Absatz der Konsole groß fördern wird. Die Spiele sind doch schon älter und jeder, der das Spiel haben wollte, hat es schon auf einer anderen Plattform gespielt. Für all jene, die nur die Switch haben und diese Spiele gerne nachholen wollen, ist es aber sicher ein Gewinn. Extra wegen diesen Spielen wird sich aber wohl niemand die Switch holen, meine Meinung. Sieht er, denke ich, richtig, aber es gibt halt auch noch so Leute, die halt sich vielleicht nur eine Konsole kaufen. Und dann ist es halt auch geil, wenn du so ältere Spiele dann vielleicht nachholen kannst, weil nicht jeder hat halt schon die PlayStation 4 oder eine Xbox One oder einen PC noch dazu, so wie die glücklichen Menschen in unserer Community, zu denen auch ich zähle. Aber früher war das halt so. Ich hatte früher auch nur entweder eine PlayStation oder halt eine Xbox. Eins von beiden. Ich habe mir nicht beides geholt. Nie. Oder dann halt erst nachträglich, ein paar Jahre später. OPB schreibt, ich kenne viele, die sich eine Switch geholt haben, obwohl sie seit den 90ern nicht mehr spielen. Ja, zum Beispiel solche Leute auch. Ja. Doom und Wolfenstein sind Titel, an die sich diese Generation definitiv noch erinnert und diese werden sich sicherlich gut verkaufen. Der Anklang bei der SNES
SNES, SNES, N64-Generation ist bereits jetzt sehr groß und wird sich damit nicht mindern. Für mich ist die Switch trotz 30 Jahre Zocken meine erste Nintendo-Konsole. Daher würde ich mich neben Mario Odyssey am meisten über Remakes der alten Zeldas und auf einen Port von Donkey Kong Country Tropical Freeze freuen. Ja. Warum gerade dafür? Ja. Kannst du ja mal schreiben, aber klar, die Hausmarken sind halt Nintendos großer Selling Point schon seit den 90er irgendwie. Ja. Zelda, Mario und so weiter. Donkey Kong. Donkey Kong damals auch, so viel Tropical gespielt. Freeze. Tropical Freeze, ganz sicher. Der Herr Hund schreibt, so untypisch ist Doom gar nicht auf der Nintendo-Konsole. Die alten Doom-Teile erschienen auf der SNES und N64. Der N64-Port ist meiner Meinung nach die beste Inkarnation des Spiels. Final Fantasy XV würde sich sicherlich gut auf der Switch machen. Außerdem würde ich gerne ein Remake zu Chrono Trigger spielen. Not bad. Ja, Doom gab es auch tatsächlich mal für den Game Boy. Habe ich mal gesehen. Das wusste ich nicht. Ja, das alte Doom für den Game Boy neu aufgelegt. Das sah bestimmt ziemlich gut aus, ne? Ich weiß nicht, ich habe es nur mal im Laden gesehen und dachte mir, huch, das ist ja interessant. Aber für den Game Boy gab es sowieso alles Mögliche. Also Millionen, ja, Milliarden stimmt. von Spielen. Der Thorsten Diepander schreibt, den größten Anreiz, eine Switch zu kaufen, sind die hausinternen Titel wie Mario und Zelda. Ob man die anderen Titel gerade auf einer Switch spielen muss, wenn man eine andere Konsole oder gar einen PC besitzt, wage ich zu bezweifeln. Gut zusammengefasst nochmal. Zum Schluss ist ja genau das, worüber wir uns auch vorhin unterhalten haben. Ja, wenn du nur eine Konsole hast und dir gut überlegst, welche du dir da holst, ist es halt, ja, und ist halt nur für eine reicht, dann muss da halt auch ein großes Spieleangebot da sein. Wenn du natürlich Multiplattformer bist, dann ist dir das eh alles Bums. Ja, dann guckst du auf die Exklusivtitel. Ja. Vielen Dank fürs Gucken eurerseits. Auf jeden Fall vielen Dank auch an Ron. Ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen für dein erstes Mal hier. Ist vielleicht nicht das letzte Mal. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Klar, hallo. Das sind auch freundliche und umgängliche Menschen in der Community. Wenn es euch gefallen hat, dann hebt bitte den Daumen nach oben für dieses Video. Das hilft uns immens dabei, größer zu werden, wieder Gewinnspiele zu machen und so weiter und so fort. Ansonsten schon mal ein schönes Wochenende. An euch, treibt es nicht zu bunt, und morgen um 15.30 Uhr gibt es die Weekly News Show, diesmal mit einem Skandal um einen sehr bekannten, sehr großen YouTuber und die Auswirkungen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut.